the hip, cut to the chase. I tell a motherfucking slut to her face. Play new games, say new names. Ever since I broke over what's the face, I'm a different man. Kiss my ass. Moin Freunde, hier ist mal Kevin von Stargaming und natürlich heiße ich euch herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich eine Multischwitz oder Herrschafts Nuklear von mir selber erschwitzt. Und meine Freunde, ganz ehrlich, das ist doch die krasseste Neuerung seit der Erfindung des schnittigen Schnittbrots. Ja, ich habe mal wieder ein bisschen gezockt und auch ein bisschen auf Public Gameplays gesweatet mit ein paar Leuten. Hat auf jeden Fall mal wieder richtig gebockt, ein paar Soccer Sessions zu machen und da halt zu probieren, irgendwas für euch rauszupimmeln. Ich probiere auch natürlich jetzt ein bisschen meine eigenen Gameplays zu verwenden, weil das ist so das letzte Tüpfelchen, was auf meinem Kanal irgendwie noch fehlt, dass ich halt meine eigenen Gameplays verwende, aber das ist halt wie gesagt nur dann halt der Fall, wenn ich halt auch genug Motivation habe und auch genug Zeit einfach für euch irgendwas zu erspielen. Ja, meine Freunde, so viel dazu und heute nur ein ganz, ganz kleines Infovideo. Es gibt so ein paar Sachen, die möchte ich euch einfach auch mal mitteilen, und zwar, der erste Punkt wäre, dass ich mittlerweile schon ein ganzes Jahr auf YouTube bin. Packen, Alter, Leute, seriously? 365 verfickte Tage bin ich mittlerweile schon auf YouTube. Ich habe knapp 100 Uploads gemacht. Meine Fresse, Leute, 100 Uploads. Wer hätte sich das jemals vorgestellt, ja, dass ich irgendwann mal knapp 500 Abonnenten habe und knapp 100 Videos auf meinem Kanal raufgepimmelt habe. Das hätte doch niemals jemals gedacht, ja. Ich meine, ich habe dafür immer Gameplays gehabt. Ich habe dafür immer Themen gehabt. Ich habe da Videoideen und so weiter gehabt. Jungs, ohne Scheiß, 100 verfickte Videos und 365 Tage Blut, Schweiß und Tränen. Auf jeden Fall richtig krass, dass mich so viele Leute unterstützt haben. Auch von Anfang an noch viele Leute dabei sind, die mich halt damals schon unterstützt haben, die es jetzt immer noch tun. Und dass ich auch sehr, sehr viele neue Leute auch gefunden habe. Und die neuen Leute können sich ja gerne auch mal melden, einfach mal mit einem kleinen Kommentar und so weiter. Das müssen sie nämlich jetzt sowieso, wenn sie denn dabei sein möchten. Und zwar, der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass ich jetzt einen Fuck machen möchte. Natürlich möchte ich niemanden von euch ficken, das ist natürlich, denke ich mal, Fakt. Aber ich möchte ein FA zu dem Q machen, meine Freunde. Und ja, dafür brauche ich natürlich eure Fragen. Also eliminiert mal ins Kommentarfeld, was ihr gerne wissen möchtet. Es ist scheißegal, ob es auf YouTube bezogen ist, ob es auf meine Person bezogen ist oder ob es vielleicht auch nichts von den beiden Sachen ist und einfach nur irgendeine Frage ist, die ihr gerne mal von mir beantwortet haben möchtet. Ich bemühe mich natürlich auch relativ kurz zu halten bei den Antworten. Ihr wisst, ich kann labern und labern und labern und labern und dann kommen wir einfach nie zum Ende auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. Dann habe ich noch eine ganz kurze Sache, und zwar, meine Freunde, ich bin in zwei Clans, das wisst ihr glaube ich gar nicht, und zwar einmal als Kommentator und eher Spieler. Und ja, wo ich Kommentator bin, das wäre Team Flair. Auf jeden Fall ein richtig, richtig lustiger und beschissener Haufen voller Mizzets. Ich habe auf jeden Fall richtig Spaß mit denen. Das ist ultra krass. Die Organisation stimmt einfach so gut. Ja, da muss ich im Konzert auch noch einen lieben Gruß raushauen. Die Organisation ist der Hammer, ja. Egal, ob es bei den Kommentatoren ist, ob es beim CW-Team ist, ob es bei den einzelnen Teams, PS3, PS4-Teams ist und so weiter. Richtig krass. Und da habt ihr schon gehört, deswegen bin ich auch kein Member im Sinne von Gameplays erschwitzen und so weiter. Natürlich auch, weil ich nicht so viel Zeit habe und den Gameplay-Stand, die haben, nicht halten könnte. Aber auch, weil sie einfach aus der PlayStation vertreten sind, ist natürlich relativ schade. Auf jeden Fall bin ich trotzdem sehr, sehr froh, als Kommentator da gejoint zu sein. Und ja, das zweite Team, in dem ich drin bin, wäre Team Karma, meine Freunde. Team Karma ist aus ein paar Leuten, mit denen ich halt zusammen zocke, entstanden. Auf jeden Fall richtig spritzig. Ich bin einfach mal so just for fun eigentlich. Ich bin eigentlich relativ schnell reingekommen und so weiter, weil ich die Leute natürlich auch alle kann und so weiter. Bin ein richtig lustiger Haufen auch. Und durch die Leute habe ich auch wieder mal richtig Lust, irgendwie zu zocken, ja. Weil ich meine, ich möchte natürlich auch meine Gameplays, die ich hier euch zeige, natürlich auch auf dem Team Karma Channel irgendwie präsentieren, wenn es was richtig krasses ist. Und deswegen spitze ich halt auch wieder auf Gameplays und so weiter. Und meine Freunde, das war es eigentlich schon wieder von dem kurzen und knappen Video. Aber ich meine, ihr wisst ja alle, kurz und knackig, so muss es laufen, würde jetzt der liebe Mash sagen, ne? Gruß an dich. Und ich würde sagen, das war's auf jeden Fall von dem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe, es hat euch natürlich wieder mal gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, Leute, und ciao.